ist meistens ganz unterhaltend, aber passé ziemlich einsam. Die spannendsten Erlebnisse, und das ist erwiesen, macht man letztendlich gemeinsam. Und es hat sich gezeigt, dass nicht an jedes Weibstück und noch lang nicht jeder Kerl dazu eignet, zusammen Zeit zu verbringen. Doch so ein Daniel ist dafür ideal. Und wenn er singen kann, dann ist er allererste Wahl. Wenn du einen triffst, dann greif schnell zu. Denk dran, manche sind schon längst vergeben. Doch wenn du dich bemühst, dann schaffst es auch du. Such dir einen Daniel und genieß dein Leben. Zu zweit ist's auch nicht immer gerade einfach, da bricht man schnell einen Streit vom Zaun. Verzofft sich wegen Nebensächlichkeiten und kann sich nicht mehr in die Augen schauen. Wenn's dann geknallt hat, wird's schnell auch egoistisch. Da denkt dann jeder bloß an sich. Doch so ein Daniel, und da bin ich optimistisch, lässt dich im Notfall nicht im Stich. Denn sowas macht ein Daniel nicht. Wenn du einen triffst, dann greif schnell zu. Denk dran, manche sind schon längst vergeben. Wenn du dich bemühst, dann schaffst es auch du. Such dir einen Daniel und genieß dein Leben. Wenn du wirklich keinen findest, weil du zu blöde bist, dann such dir doch einen Thomas, Christian, Peter oder Werner. Doch denk dran, dass nur ein Daniel ist. Die einen hat man gern, den hat man gern. Dann greif schnell zu. Denk dran, manche sind schon längst vergeben. Doch wenn du dich bemühst, dann schaffst es auch du. Such dir einen.